Du forderst beim 1 gegen 1 an einem Grill, forderst du Goldies raus, den Vladi, ne? Würde ich machen, ja. Würdest du machen? Ja, auf jeden Fall, warum nicht? Hallo Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir haben ein unbekanntes Gesicht am Start. Big Baba kommt gleich erst. Ich bin ein bisschen vorgegangen, um zu spionieren. Murat, grüß dich, mein Lieber. Hey, grüß dich. Hi. Hallo. Also Murat, ne? Ich möchte nur sagen, was Big Baba gesagt hat. Yo, Holle, mein Bester, was geht, Alter? Ey, wenn du nach Berlin kommst, ich habe den krassesten Burger. Ich habe einen Burger gefunden, der, wenn nicht sogar besser als Goldies ist. So ein Goldies ist ja Nummer 1 deutschlandweit, ne? Ich möchte nicht sagen, in Stein gemeißelt, aber er sagt, du bist heftiger. Ich will nicht behaupten, dass ich besser bin oder nicht. Darüber müsst ihr euch euer Urteil geben, also sag ich mal so. Okay, ja. Es gibt einen Smash-Burger, ne? Wir haben auch normale, aber wir sind gerade spezialisiert auf Smash. Okay. So. Und das ist auch eine Kette, also ihr habt wirklich mehrere Läden inzwischen, genau. Ne? Genau, momentan haben wir 5, 2-3 Wochen eröffnen wir unsere 6. Und 9 Standorte haben wir aber schon, was gerade gebaut wird. So. Ja, wenn er besser ist, machen wir den Laden zusammen auf. Kein Problem. Geil, dann warten wir auf Big Baba mal eben, ich zeige euch schon mal den Laden hier. Das ist ein guter Preis, Mann. Ja, das ist wirklich so, weil wir sind auch hier in so einer Gegend, wo die Leute ein bisschen auf Mittags-Lunch achten, sage ich mal so. Und wir wollten es einfach nicht so teuer machen und es ist auch nur bis 16 Uhr. Okay, dann warten wir mal, bis Big Baba kommt, den nehme ich mir zur Brust. Der meint letztens aber auch, er hat den besten Döner Deutschlands gefunden, hat er aber auch nicht gefunden. Ja. Den gleichen Fleischlieferanten wie Goldies sogar. Genau, ne? Wir beziehen das regional, aber der Unterschied ist halt, dass wir unser Fleisch selber zerlegen. Okay. Okay, also was ist letztlich die genaue Zusammensetzung vom Fleisch? Kann man das so sagen? Nicht, brauchst du ja nicht ganz genau sagen. Nur. Da ist Rindernacken drin, Entrecote und Rinderbrust. Wie viel Fettanteil hast du drin? Mindestens 25, teilweise auch 30. Oha. Ja, weil Fett. Weißt du ja, Geschmack, ne? Geschmack, ja. Das ist das, was ich kenne, Leute, was ich bei Burgern liebe, gerade bei Smash Burger, wenn du diesen Biss hast dadurch, der ist so butterweich, ja. Wie durch Butter durch. Bilal, du hast doch Angst gehabt, dass wir zu spät kommen, ne? Oder nicht? Ich dachte mir so, ja. Und was hast du jetzt zu sagen? Wir waren um 9 hier, wann bist du da? Ich habe nicht mit dem Verkehr gerechnet. Also um dich jetzt nochmal abzuholen hier. Du hast mir angerufen und hast gesagt, da hat er so hart abgerissen, besser als Goldies. Ja. Ja, wirst du gleich sehen. Okay, also wir werden gleich eine Explosion, Geschmacksexplosion. Also ich war ja schon mal hier abgedreht und im Gegensatz dazu haben sich wirklich sehr, sehr verbessert. Das ist ja noch mal her, ein paar Monate und da Murat sagte auch noch mal, seitdem habt ihr deutlich am Rad gedreht, ne? Damals hat er 9,5 von 10 bekommen, Goldies war da noch vorne, aber jetzt sagst du, wird er zerstören, ne? Ich hoffe, ich hoffe. Willst du noch mal von deinem Autounfall erzählen? Nee, und denkt alle dran, mir den lieben Bilal zu abonnieren. Und Ahmed auch, er hat auch Kanal jetzt. Ja, ja. Ne? Aber heute ist Bilal Zeit. Denkt dran, Food Content in Berlin. Aber double, ja? Double Smash. Also ich glaube, Bilal, so wie ich es in Erinnerung habe, ist das so, wie du es gerne magst. Einfach Käse, Zwiebeln, Burger, genau. Saftig. Richtig, so Smackburger-mäßig in. Nur Smackburger hat abgekackt jetzt, ne? Glaube ich dir, kann sein. Oder der hat mit dem Toast, genau. Da war ich privat und der hat eingeschissen. Echt? Da hat er eingeschissen, muss man sagen. Ich war jetzt eine Weile auch nicht mehr da. Das ist ein Fall für mein Undercover-Volk. Smackburger, macht euch gefasst. Wir werden unabhängig voneinander Undercover kommen. Also auch bei Bilal reinschauen nochmal. Oh, da geht auf Körperkontakt hier. Hier Schlawiner. Guten Ton oder was? Ja, ich will guten Ton. Okay, bei dem Brot, sag doch mal, was habt ihr beim Brot nochmal? Das ist eine Spezialität, ja, ne? Ja, genau, das ist eine eigene Hausrezeptur. Das kommt aus dem Anatolischen und natürlich Brioche-Bahn. Mix, auch was auch süßlich ist, das gibt es so in Berlin nicht. Mal was Neues, da bin ich sehr gespannt drauf. Also denkt dran, Leute, Zeck Plus, ne, Bilal ist auch bei Zeck Plus. Ne, Code entweder Bilal 10, Big Baba 10, Big Baba 10 oder Holle 10. Nee, lieber Big Baba 10. Meinetwegen bin ich dabei, wie ihr wollt, ne? Für -10% besten Supplements. Deutschlandweit und wahrscheinlich sogar weltweit, würde ich sagen. Und made in Germany. Und made in Germany, genau. Ja. Auf uns kommt ein Smashburger zu, der sich gewaschen hat. Wirklich on point. Und ein Smashburger, wenn wir auch noch testen, eventuell den Chili Cheese Smashburger auch. Den können wir vielleicht auch noch, der könnte auch einiges rausreißen. Ihr werdet zwei Runden sehen, die sich gewaschen haben, ne? Die sich gewaschen haben, so sagt man. Deutsch ist auch nicht mehr so. Nee, da, weil ich bin immer einen Schritt weiter vom Kopf. Weil man muss immer einen Schritt voraus sein. Schritt zurück, meinst du?
Oha, hier geht's jetzt los schon. Heute komme ich extra für dich, ne? Ja, ist so. Ist, Bei uns sind Gäste herzlich willkommen, ne? Das sind hier unsere Patties, was wir selber per Hand immer machen. Mhm. Hier sieht man zum Beispiel auch, wie das normalerweise aussieht. Ob das die neue Nummer 1 wird, man weiß es nicht. Denkt dran, Leute, den Daumen oben glühen lassen, ne Bilal? Auf jeden Fall. Daumen oben glühen lassen, wir sind immer unterwegs, wir sind in ganz Deutschland auf der Pirsch, Neueröffnung, wir sind da. Da muss der Daumen oben glühen. Auf jeden Fall, Support muss da sein. Ja, ich zähle so verdammt auf euch heute. Das sieht immer nur so aus, so 10, 15 Minuten Video, pack. Ja. Aber da steckt viel hinter, ist nicht nur... Da steckt viel hinter. Ja. Er haut das ordentlich flach. Also, ja. Die Special ist nicht ganz, weil die eine Seite noch schön saftig sein muss. Ah, okay. Also es bleibt unbedingt noch ein weicher Kern quasi, ne? Das war auch früher, Leute. Irgendwann ging das los, wo der Burger-Hype kam. Dann hast du irgendwo eine Glocke gesehen. Hast gedacht, was? Als hätte da jemand irgendwie eine Zeitmaschine ausgepackt. Inzwischen ist das Standard, ne? Nachdem wir den gegessen haben, würde Ahmed sagen, ich mach den besser zu Hause. Oha. Köstlich, köstlich. Danke, Murat. Also ich hätte gedacht, dass der Käse viel, viel krasser reinscheppert vorne. Der ist perfekt angepasst. Da hatte ich kurz die Angst, dass es zu intensiv wird. Interessant erstmal, wenn man es mit Goldies vergleicht. Das Brot ist wirklich spürbar. Ne? Wenn du bei Goldies isst, ist ja komplett dieses, dass du in eins durchbeißt das Ganze. Ne? Hier ist das Brot deutlich spürbar. Ganz andere Herangehensweise. Hier kann man natürlich wieder damit spielen und sagen, das Bun hat eine Seele wirklich. Ne? Bei Goldies auch krass, aber du hast das Gefühl danach, du brauchst noch einen. Das stimmt. Goldies ist ein Snack. Snack, genau. Und 10 Euro Snack, 9 Euro Snack. Der ist wirklich fast medium von innen. Ihr seht das außen halt schon durchgebrannt und innen ist er noch ganz saftig. Das auf jeden Fall macht satter als der Funkwohl. Das kann man schon mal sagen. Ne? Ich würde sagen, wir lassen das kurz sacken, gehen in uns und wir werden noch mal in den zweiten Runde gehen mit dem Chili Cheese. Ne? Und dann kriegt ihr natürlich auch die Bewertung. Also wenn du satt werden willst, bei Burger Vision. Ja, Mann. Wenn du Snack haben willst, gehst du zu Goldies. Ja. Runde 2 wird eingeläutet. So, das ist die zweite Runde. Sehr schön. Man muss sagen, es ist 10:30 jetzt. Ne? Ich weiß, jetzt habe ich nicht mehr auf die Uhr geguckt. Auf jeden Fall nicht Zeit für 2 Burger. An sich zu früh, aber macht nichts. Wir trainieren wieder. Das Problem ist bei deftigem, das zieht runter, das macht müde. So ballern wir rein, meine Lieben. Der sieht schon mal knapptig aus. Was ganz anderes, ich bestelle ja selten so wirklich diese Special Burger, aber er wurde mir wirklich ans Herz gelegt von guten Murat. Und da kann ich nicht Nein sagen und den natürlich mal zu testen. Der ist krank. Ich bin Chili Cheeseburger Fan. Das ist ähnlich natürlich. Das hat dieses gewohnte Feeling, was du hast, wenn du auf Nachos raufbeißt und diese Käsesoße halt so hast. Ne? Das verpackt mit einem Burger mit dieser leicht säurehaltigen Mayo. Der ist auch noch weicher im Biss als der eben, muss ich sagen, Murat. Der ist noch weicher. Halbes Kilo Fleisch haben wir jetzt fast weg. Murat sagt, ich werde jetzt satt sein. Auf keinen Fall. Normalerweise geht der Dreh jetzt los. Guck mal, wie eine Wolke hier das Band. Ganz anderer Charakter als bei Goldies. Alter. Da ist ja auch wirklich noch eine angeröstete Außenschicht. Das ist so außen mit dieses Esspapier. Und dann kommt erst das Weiche. Alle mag es ja von hinten. Ich schwöre, ich wollte es bringen, aber ich habe es nicht.
Doch, das ist gut. Was, von hinten oder der Burger? Geil ist. Ja, langsam machen die echt richtig satt, muss ich sagen. Aber alles noch im guten Bereich bei mir. Würdest du noch einen schaffen, sei ehrlich? Nein. Ne? Nein. Für 10.000 Euro? Ja, für 10.000 Euro machen wir noch 10 Stück miteinander. So, ihr beiden. Also erstmal kann ich sagen, du hast wieder nicht enttäuscht, dass es ein Burger einfach der Klasse ist. Ich würde mal behaupten, dass jemand, der hier ein Burger isst, safe zufrieden ist. Also zur Bewertung, Leute. Cheeseburger für mich. Charakteristisches Bun. Schöne Mayo, wirklich schön bissig. Käse, anfangs hatte ich Angst, dass es zu präsent wird. Das war es nicht. Ne? Am Ende des Tages aber war mir der Biss nicht ganz so stark wie bei Goldies. Ne? Bei Goldies ist mir das noch zartschmelzender. Und ich finde, beim Bun fehlt mir auch noch ein bisschen, sag ich mal, wenn man deutschlandweit das Ranking sieht, den Weg nach oben. Also ich hätte den normalen Burger eine 8 von 10 gegeben und den Chili Cheese hätte ich eine 8,2 gegeben. Ich fand den Chili Cheese noch geiler, weil dadurch irgendwie so dieses Special-mäßig noch kam. Ich kann es gar nicht so genau erklären, aber wenn ich mir die anderen im Ranking angucke, hat ein bisschen was nach oben gefehlt. Aber es waren mega heftige Burger. Ich kann mir vorstellen, wenn da ein bisschen dran gefeilt wird, dass das wirklich den Weg nach ganz oben findet. Auf jeden Fall. Mhm. Wir sind offen für alles. Dafür bist du ja auch da, ja, um zu bewerten, damit wir uns einfach zeigen. Ne? Ja, heftiger Burger. Müsst ihr probieren, gerade die Berliner. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Wendung, Wendung, Wendung. Schaltet nicht ab, es gibt noch einen zweiten Burger. Weil es ist Folgendes gekommen, der einzig wahre Ahmed hat noch einen Burger genommen mit Schmorzwiebeln. Den hat sein Burger-Breter Nummer 1 gemacht. Und weil ich ein Ehrenmann bin, nehme ich den nochmal und beiß zumindest einmal rein und gucke, ob der nochmal abreißt. Also ich fand jetzt gerade in dem Moment geschmacklich besser als Goldies. Ehrlich? Ja. Ich sage ihm mit karamellisierten Zwiebeln, er will nicht auf mich hören. Er will nicht, er gibt 8,2 Punkte. Also Ahmed sagt, er ist besser als Goldies für ihn. Muss ich sagen, kann ich nicht nachvollziehen. Aber den Bissen, den ich eben hatte, der war deutlich besser als mein Burger, Murat. Deutlich besser. Und ich werde jetzt nochmal den Test machen. Man muss immer bedenken, ich bin full. Da habe ich gerade eine Herausforderung gehört. Am gleichen Griff. Boah, du hast gerade gesagt, du forderst beim 1 gegen 1 an einem Grill, forderst du Goldies raus, den Fladi, ne? Würde ich machen, ja. Würdest du machen? Ja, auf jeden Fall, warum nicht? Okay, das ist eine Ansage, Fladi. Stimmst du ein, hast du Eier oder hast aber du keine Eier? Auf gutem Niveau, also nicht irgendwie verfeinert oder so, sondern ich will seinen Titel. Was wichtig ist, klar hat Goldies es bekannt, deswegen müssen wir Leute testen lassen, die uns beide nicht kennen. Ja. Leute von der Straße, ohne zu sagen, welcher wen gehört, sondern einfach testen lassen und die sollen sagen, welcher Burger das machen ist. Wir auch, genau. Wir nehmen mich und wir lassen die Leute von der Straße sprechen, Sprachrohr der Straße. Da bin ich dabei. Wir fragen Fladi an. Kommentier Fladi, wenn du das siehst mit deinem Account, mit dem Goldies-Account. Guckt euch das an. Das ist das andere Bild. Als hätte er es weicher gemacht sogar als du. Er hat sich übernommen. Er dachte, er ist Trainer von Tyson Fury. Er bringt ihn bei, aber der steckt doch trotzdem nicht in den Ring, sondern Tyson. Ja, viel besser, Murat, Mann. Was hat er mit dem Burger gemacht? Hier, das ist der Mann der Stunde, der verdient Respekt. Du hast viel besser gemacht als dein Chef. Lass ihn nie wieder machen, ja? Ja. Ich mach nie wieder einen Burger, Murat. Manchmal ist beim Fleisch eine Sekunde zu lang, zu kurz. Die Röstung kann gleich sein. Platte war nicht heiß genug, war zu heiß, wie auch immer. Das ist viel weicher, viel softer, das Fleisch. Ich habe gleich 700 Gramm Fleisch gegessen, naja. Ihr habt mir noch mal geschrieben in den Kommentaren. Gatschig, ne? Keine Ahnung. Nee, matschig darf ich nicht mehr sagen. Es ist richtig gatschig von innen. Es ist deutlich besser als eben, aber ich kann nur im Dunkeln tasten und ja, man muss das Licht anstellen. Ich mag diese Datenmutter. Ja. Kann ich nicht bewerten, Leute. Kann ich. Tut mir leid, ich kann nicht. Ich sag euch so, das ist eine unerwartete Wendung. Ich habe keinen Hunger gehabt. Wir könnten nächstes Video machen, aber um die Entscheidung zu haben, ne? Ich werde jetzt hier noch mal 5, 6 Stunden, 7 Stunden in Berlin verbringen, vielleicht noch mal ein paar Liegestütze irgendwo auf der Wiese ballern, damit ich Hunger habe und dann werde ich deinen Burger von dir. Murat hat Scheiße gewollt. Glaube auch. War zu früh am Morgen, er war noch nicht ganz wach. Leute, was ich auf mich nehme, lasst den Daumen oben knallen. Wir sehen uns gleich wieder in Berlin und dann ist wahrscheinlich schon dunkel. Ulla und ich, aber auf jeden Fall in einigen Stunden. Bis später, Sada. Ciao, ciao. Bilal ist auch jetzt weg, ne? Weil er muss weg. Nachher wird er nicht mehr dabei sein. Nee. Also ich bin auch so voll gerade. Ich habe immer noch die halben Burger hier. Ja, den gibt's nachher. Kannst du drei Dinger essen, Alter? Ach, ich weiß es nicht. Fast drei. Danke fürs dabei sein, Bruder. Denk dran, Bilal Abo da lassen. Kuss, ciao. Also Leute, wir sind am Start, wir kommen direkt hier. Murat ist on fire, er hat mich geholt. Wir haben 4,5 Stunden gewartet, ich habe Liegestütze gemacht, ich schwör's euch. So ungefähr 400 Stück. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe vorhin Sasa beobachtet. Er ist Geschäftsführer hier, als Murat den Burger gemacht hat. Er hat da drauf geguckt wie ein Vater, der seinen Sohn beobachtet, wie er Fahrrad fährt und fast umfällt. So wisst ihr, er konnte nicht, er wollte eingreifen, er konnte nicht. Boah, schicke Kette hier, ja. Was steht da drauf? Geil, ja. Beiseite, Sasa ist da.
Chance. Er kommt echt die dritte Runde. Ich glaub's nicht. Ich möchte bitte sehr epische und sehr spannende Musik jetzt haben, wenn Sasa gleich den Burger mit Cookies on Fire. Das muss so richtig spannend werden jetzt. Filmi gleich. Filmi, gib uns gleich den Beat. Also gleich den Beat. Ja, erst muss ich noch ein bisschen Scheiße machen. Wir haben gerade so schön gesagt, er ist eigentlich immer im Hintergrund gewesen. Heute ist er an die Oberfläche gekommen. Hättest du nicht machen sollen. Ich wollte mal so tun, als ob ich was kann. Ja, ist so. Wie stolz Murat auf seinen Sasa sein wird, wenn er jetzt wirklich das Ranking, wenigstens das Ranking holt, ne? Er ist im Fokus. Klar hört er aus. Der ist viel besser jetzt. Viel besser. Wir haben die Nummer 3 jetzt am Start. Ganz anders. Also Sasa hat ganze Arbeit geleistet. Es fühlt sich anders an direkt. Sieht besser aus. Wenn er jetzt noch besser schmeckt. Also selbst der erste Biss ist gleich viel besser. Ich will jetzt nicht sagen perfekt, aber das stimmt schon eigentlich alles, Mann. Dankeschön. Bitte. An den Biss, kann ich euch sagen, habe ich so noch nicht gehabt. An den werde ich mich erinnern. Ich habe gerade irgendwie gefühlt an Wellenbad im Schwimmbad gedacht. Ich weiß auch nicht, warum, irgendwie passt das gar nicht so gut. Aber ich beiß rein und als würde sich der Burger von innen einmal ausdehnen. Durch den Käse, ihr merkt den Käse so im Mund, bam, dehnt sich einmal aus, geht wieder zusammen. Ganz interessant im Biss. Käse ist gut, sehr gut sogar. Kommt nicht zu doll rüber, manchmal zu viel Käse, kommt gar nicht gut. Wenn ihr auch seht, da ist einfach so viel Röstung in dem Burger drin. Auch wenn Big Baba nicht mehr da ist, jetzt kann ich voll und ganz seine Meinung verstehen. Weil das hier geht in eine ganz gute Richtung, Leute. Die Röstzwiebeln kommen hier auch edel rüber. Ja, du schmeckst gar nicht mehr so die Röstzwiebeln im Fokus, du merkst nur, dass was Knackiges nochmal, was irgendwie wirklich ein Upgrade ist. Mmh. Doch, du merkst sie. Aber du weißt gar nicht, wenn du nicht weißt, dass sie drauf sind, geben die einfach eine geile Abrundung. Beim Brot habt ihr oben eine geile Röstung, erinnert ein bisschen an so ein klassisches Bäckerbrot. Ein Weizenbrot, kross gebacken. Brötchen, Entschuldigung, ein Brötchen. Innen allerdings ist es, ich glaube, ich hoffe, ich sage das richtig, und sonst in die Kommentare bitte nochmal rein, gatschig oder so, hat ihr gesagt. Habt ihr da Senf drauf gemacht? Nein, das ist immer noch dieselbe Mixsoße. Ja. Da ist zwar Senf drin. Halt da ist Senf drin, ne? Da ist Senf drin ein bisschen, genau. Aber nicht zu viel, nicht halt dann nur Ketchup-Senf. Habe ich jetzt erst geschmeckt, ist geil, Mann. Viele unterschätzen es und machen zu viel Senf, dann schmeckt es eben nicht mehr. Dann schmeckt es wie Hotdog. In der Kombination, so wie wir es gemischt haben und wochenlang rumgetüftet haben, wie viel Prozent wir Ketchup machen, wie viel Prozent Senf etc. Hat uns viel Zeit gekostet, wie gesagt, aber Endfazit top. Ich bin sogar begeistert, dass du jetzt den dritten gegessen hast. Vierten sogar insgesamt. Vierten sogar, genau. Du brauchst im Gang gucken, das war ja. Du musst noch ein, zwei Mal hier reinbeißen. Achmed, du musst gleich einen neuen kriegen. Ist leider so. Also hat schon einen schönen Charakter, das Bun. Das ist jetzt ein Burger zum Verlieben. Das vorhin war einfach nur ein guter Burger, um den Unterschied zu sehen. Und Sasa macht ja auch eigentlich die Burger, beziehungsweise seine Jungs oder seine Aufsicht. Da kann man schon mit so einem Burger rechnen. Ich war, Leute, kurz vorm nach Hause fahren. Aber ich kann sowas nicht auf mir besitzen lassen. Meine Mission ist es, dass sie eine faire Einschätzung vom Laden kriegt. Und ich bin ja auch denn kein Arschloch, wisst ihr? Ich merke dann, der eine, der es eigentlich macht, macht es besser. Der Chef hat es gut gemeint. Sich ein bisschen überschätzt, ist ja nicht schlimm. Dann will ich dem Laden auch eine Chance geben. Ich war dir extra in der Kälte, Liegestütz gemacht, bam, 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 dass ich noch Platz im Magen habe. Mich würde eure Meinung interessieren dann auch, beziehungsweise die Meinung der Straße auch. Ich finde die Idee cool, dass wir Murat vielleicht gegen Goldies antreten lassen. Ich kann euch jetzt meine Einschätzung mitteilen. Und die kommt nicht von ungefähr. Aber ich möchte da auch nochmal, das ist, finde ich, ein geiles Konzept. Wir lassen Passanten, beziehungsweise vielleicht mache ich auch einen kleinen Aufruf. Ich glaube nur dann, wenn zu viele Leute kommen. Vielleicht machen wir es auch so einfach, dass wir ein paar von der Straße holen, probieren lassen. Aber ich kann euch sagen, ich gebe denen jetzt erstmal, ich gebe eine 9 von 10 Punkten. Das freut uns, Dankeschön. Ich gebe eine 9 von 10. Kranker Burger. Ich würde ihn gerne nochmal im direkten Vergleich sehen. Vladi, das muss ich nur noch einfügen. Ein Weltmeister muss seinen Titel auch verteidigen können, ne? Also ich möchte, dass du wirklich die Eier beisammen hältst und antrittst. Du musst antreten. Wenn du noch Eier bewahrst und wir das machen, dann gucken wir, was dabei rauskommt. Ich füge das vielleicht bei. Man muss auch sehen. Ich esse den vierten dieser Burger heute. Das ist für... Fünfte. Fünfte. Ja, fünfte. Ja, okay.
Das ist mein fünfter Burger heute vom gleichen. Der kann noch so gut schmecken. Stell dir vor, ihr esst fünf Döner und sollt sagen, der fünfte schmeckt immer noch so gut wie der erste, nachdem ihr jedes Mal wieder den gleichen gegessen habt. Deshalb brauche ich noch einen zweiten Test. Ich brauche einen zweiten Test und das ist fair euch gegenüber. Und das werden wir machen, in welcher Form auch immer. Schreibt es auch nochmal in die Kommentare, wo ihr Bock drauf habt. Ne? Oder ich gehe undercover zu beiden. Mal gucken, irgendwas überlege ich mir. Ich danke euch fürs Zuschauen. Kranker Burger, unbedingt testen und dann sage ich bis zum nächsten Mal.